Krass. Geil. Hört man mich schon? Krass. Ja, man hört mich schon. Herzlich willkommen. Es ist wieder soweit. Und wir werden dieses Jahr vorgefahren. Ich gehe jetzt, ja? Du hast Kindersicherung drin. Kindersicherung? Ah, ich werde auf. Warte mal. Chat, es ist wieder soweit. Big Brother Knossi Edition Staffel 2. Wer hätte es gedacht? Endlich sind wir wieder an diesem Gelände. Dankeschön. Hey, ich ziehe jetzt ein. Ich bin wieder der Erste, der einzieht. Ist das geil? Hier ist es, das Big Brother Haus. Gleich werden alle Kandidaten nacheinander einziehen. Ich bin der Erste. Ich habe meinen Koffer hier. Und wir gehen rein. Ihr geht mit. Gut, wahrscheinlich nicht diese Kamera, weil alle, wir haben ja drinnen, ist ausgestattet mit über 60 Cams. Ey, ich freue mich. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie ich mich freue, dass es wieder stattfindet, dass es wieder so weit ist, dass wir hier sind, wo letztens noch Promi Big Brother war. Alles wurde aufgeräumt, alles wurde durchgewischt. Und ich glaube, wir haben unglaublich tolle Leute dieses Mal mit dabei. Egal, ich darf nicht so lange rumdiskutieren, weil alle müssen noch einziehen. Es wird geil. Wir gehen rein. Ich freue mich. Kofferraum mache ich wieder zu, ja? Gut. Tschüss. Macht's gut. Bis gleich. Geil. Da sind wir. Hey, das macht mich auch so stolz. Freunde, wir sind wieder da. Es ist wieder soweit. Big Brother. Staffel 2. Lass mich rein. Gelsenkirchener Barock, Chat. Geil. Ja! Der König des Internets kehrt zurück. Yes! Die Stunde ist gekommen und du wirst mein Reich erneut betreten. Ein Privileg, das man sich für keine Nomiden dieser Welt kaufen kann. Tanzverbot, Grüße. Mag dir im Stream gehören, aber hier musst du zeigen, ob du wirklich der König bist oder nur der Hofnarr. Letztes Jahr war nur zum Warmwerden. Bist du bereit, das Spiel auf ein neues Level zu bringen? Ich bin bereit. Alles. Sogar deine Frisur nach dem Aufstehen. Willkommen zurück, Knossi. Dankeschön. Jetzt noch einmal, was du drauf hast. Dankeschön, Big Brother. Ich hab Bock. Es ist wieder soweit. Geil. Es geht los. Bruder, auf den Spuren von Max Kruse. Da ist er, der Garten. Hä, Fitnessgeräte? Geil, wir sind wieder da. Der Späti ist da, dieses Jahr, Freunde, mit Kiosk. Das heißt, wir werden hier einkaufen gehen. Mit Whirlpool. Und es ist wieder gleich so geil. Ich kann euch jetzt schon mal sagen, man weiß nicht. Es sind überall Kameras und man weiß wieder nicht, wo man drauf ist. Das ist so geil. Wir werden wieder die Kameras vergessen. Das ist geil. Was hier drin ist, weiß ich nicht mehr. Hier ist die Sauna. Außer Betrieb. Sauna-Rekord. Ey, boah, das wird wieder krass. Einmal kurz gucken, ist der Whirlpool? Einmal nur kurz gucken, warte, bevor ich reingehe. Die anderen müssen warten, ist so. Lass mal checken hier einmal. Einmal kurz checken. Krieg's nicht auf. Pool ist warm. Geil. Pool ist warm. Super. Dann gehen wir mal rein. Aschenbecher sind leer. Sehr geil. Ich zeige euch erstmal einmal das Haus. Das ist krass. Also, wenn wir wirklich Sport machen oder was, das ist ja geil. Wir haben wirklich, also anders als letztes Jahr. Mit Trainingsgeräten, richtig cool. Ich gehe mal hier rein. Hier haben wir Klo. Ah, die Badezimmer sind jetzt verbunden. Toilette, was haben wir hier? Zwei Toiletten dieses Jahr, sehr geil. Zwei Toiletten und diesmal mit der, wir hatten letztes Jahr nur, ist super. So, dann kommen wir ins Badezimmer. Das ist unser Badezimmer, wie gewohnt. Hier weiß ich noch, hier war ich mit Tanzverbot. Es war so schön. Die Duschkamera, Chat, die Duschkamera. Das ist geil. Das war schön. Das ist noch gleich geblieben. Toll. Bademäntel sind da. Super geil. Ich gehe andersrum rein. Besser. Ich habe gemerkt, jetzt gibt es hier einen Durchgang direkt ins Schlafzimmer, was geil ist. Weil jetzt können wir direkt auch, müssen wir nicht immer durchs Kalte nachts, wenn wir mal pinkeln müssen. Nachtwache wird wieder am Start sein. Richtig cool. Und das hier ist unser Wohnbereich. Geil. Es ist schön. Ich war ja vor 2 Wochen, glaube ich, schon mal. Aber da, ich war in ganz kurzen Momenten nur hier drin, habe 5 Minuten für die Bewohner eingekauft, die im Promi Big Brother Haus waren. Und das ist unser Wohnbereich. Ist das schön, oder? Das ist schön. Da hinten sind wieder die Sprechzimmer. Geil. Fürs leibliche Wohl ist gesorgt. Und wir gehen rüber ins Schlafzimmer. Koffer gleich mit. Oh, schön. Oh, schön. Paulana ist am Start. Richtig geil.
Ich glaube, das wird die Leute, die weißt, wisst ihr, was auch schön ist, Chats? Kann ich euch jetzt schon an der Stelle sagen? Wisst ihr, was richtig schön ist? Die freuen sich alle. Finch ist auch richtig hype. Und wir haben hier drinnen ein schönes Klima. Wir haben Schränke, das ist schön. Das heißt, wir können unsere Sachen hier reinmachen. Und das sind die Liegewiesen. Ach du Kacke. Hier werden wir, ich weiß nicht, wie diese Bettenaufteilung sein soll. Wo soll Montana Black heute schlafen? Irgendwo in der Mitte, oder? Geil! Gut, das ist gut. Ja, das war's eigentlich schon. Und da kommen wir wieder durch ins Bad. Aber trotzdem ganz schön warm drinne. Es ist trotzdem ganz schön warm. Okay, da sind wir im Bad. Super. Big Brother, es kann losgehen. Ich bin ready. Ich hab Bock. Da sind wir. Schön, ey. Ich guck mal kurz in den Kühlschrank, was da am Start ist. Gar nichts, oder was? Der Kühlschrank? Ja, leer. Wir werden uns wahrscheinlich alles erspielen müssen. Ich freue mich auch drauf, dass Dieter Grabowski, ich mache mir jetzt erstmal hier, komm, ein alkoholfreies, dass Dieter Grabowski auch mit am Start ist, der das Kiosk machen wird. Bin gespannt, wer jetzt als erstes reinkommt. Ist das geil. Chat, einmal kurz Chat gucken. Wir werden auch in dieser Staffel häufiger mal den Chat auf dem Fernseher haben. Hier wird es stattfinden. Große Nominierungen. Ich sehe es schon kommen. Wer schläft draußen? Chat, seid ihr da? Habt ihr Bock? Ich guck mal rein. Freut ihr euch? Jawohl. Ja, Mann. Ja, Chat. Es geht wieder los. Ey, für mich ist das, kann ich euch sagen, das Beste im Jahr ist diese Zeit hier mit diesen ganzen Verrückten hier im Big Brother Haus zu erleben. Das ist einfach so special. Big Brother, bist du da? Test, bist du da? Ist nicht da. Auch nicht schlecht. Einmal kurz Sprechzimmer. Wollen wir Sprechzimmer noch gucken, Chat? Ja, ne? Guck mal, noch Sprechzimmer, oder? Noch Sprechzimmer. Ja, Sprechzimmer. Sprechzimmer. Sprechzimmer 2. Wir checken mal Sprechzimmer 2 ab. Einmal aufmachen. Sprechzimmer 2. Einmal. Dass ihr auch dieses Bild habt, wie das sein wird. Hier, Achtung. Sprechzimmer 2. Wow, Baby. Hier sind wir. Herzlich willkommen im Sprechzimmer. Ja, ich nominiere Finch. Ich sag euch, wie es ist. Irgendwie, wir sind hier innerhalb der letzten 36 Minuten nicht wirklich warm miteinander geworden. Der soll heute schön mal draußen pennen. Oder? Der macht hier auf den härtesten Brocken. So sehe ich mich schon. Das ist das. Ey, Sprechzimmer 2, sehr geil. Also, das sind die Momente. Hier hat alles stattgefunden. Okay, wir gehen mal ins andere Sprechzimmer. Ich glaube, da ist der Style nochmal ein bisschen anders. Warum 2 Sprechzimmer? Chat ist ganz klar, weil, damit man simultan da und da ein Statement abgeben kann, damit schnell. Oh! Das ist ein schönes Sprechzimmer. Das ist auch richtig schön, oder? Das ist geil. Hallo, Big Brother. Ist keiner da? Big Brother? Bist du da? Ist nicht da, Big Brother. Das heißt, wir sind komplett auf uns gestellt. Chat, aber ihr hört mich, oder? Seid ihr da? Einmal Bildcheck machen. Das ist mir wurscht, Kinder. Das ist Big Brother Knossi. Ich weiß auch dieses Jahr, sage ich euch gleich, wie es ist. Nicht, dass wieder irgendwo in der Bildzeitung groß steht wegen Handys und sowas. Alle haben ihre Handys, aber wir werden vermeiden, jetzt am Anfang gucke ich natürlich ein bisschen, wir werden vermeiden dieses Jahr, dass Leute viel an den Handys sind. Ne? Und so wird das aussehen, wenn ihr nominiert wird. Habt ihr jetzt schon den Favoriten in der Chatbox? Also, wir werden immer wieder gucken, dass da nicht so viel am Start ist. Ich finde, also mein Outfit heute passt aber auch gut hier zum Big Brother Haus, oder? Das passt geil. Habt ihr schon Favoriten? Wir werden dieses Jahr auch wieder einen Gewinner wählen. Das heißt, irgendeiner wird am Ende gewinnen. Fritz ist Favorit. Sehr geil. Fritz? Oh, das ist krass. Favorit Fritz. Geil. Ich freue mich natürlich auch für die Wildcard Lea, die hier mit am Start ist, die sehr nervös war draußen jetzt gerade noch hinter den Kulissen. Und ich kann euch sagen, alle sind so gehypt von Sallys Welt über Finch. Wir werden heute noch einen prominenten Gast haben, von dem ich selber nichts weiß. Die haben mir draußen gesagt, es kommt heute eine Überlegende noch als Tagesgast. Wir haben heute Abend um 18 Uhr in etwa Montana Black. Wir werden Saunarekorde machen. Ich glaube, das wird wieder für euch zu Hause genauso viel Schlaf sein wie für uns, nämlich fast gar nicht. Ja? Aber eins im Chat, wenn ihr Bock habt, wir gehen raus. Komm, ich gieß mir ein Bier ein.